Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Wir begeben uns endlich zum letzten Autoteil. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Und das klappt jetzt genau so, wie ich mir das vorstelle. So mit Hebel einölen. Gehen. Runterlassen. Und die Zündkerzen rausnehmen, einbauen, Motor läuft. Mein kleiner Wunsch. Hey, da sind ein paar Zündkerzen im Motor. Teil 1 funktionierte. Einbauen, Motor starten ist Teil 2. So. Dann fehlt uns nämlich echt nicht mehr viel. Wir haben soweit alles, was man braucht. Bis auf das RHC-Logo. Und? Ich hab das Auto repariert. Dann schließen Sie die Motorhaube. Hat er. Ich hab das Auto repariert. Gut, wir haben das Auto repariert. Wahrscheinlich muss ich erst den Dings fertig machen. Und ich hab eine kleine, aber feine Idee. Ha! Das könnte funktionieren. Jo. Okay. Ihhh, klebrig. Ja, das sollte klappen. Sieht so aus, als hätte ich mir einen ziemlich überzeugenden RHC-Anzug gebastelt. Alles klar. So weit, so gut, so einfach. Dann reden wir mal mit dem Professor. Hey, Professor. Hallo, Harper. Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Harper. Wait for me. Wir reden erst noch mal mit der anderen. Denn gegebenenfalls kriegt man da ja noch was. Aus ihr raus, beziehungsweise vielleicht kommt sie ja mit sogar. Hey, Halliwell. Hey, Harper. Bis später. Bis später, Harper. Das hätten wir uns sparen können. Aber egal. Besser einmal zu viel nachschauen, als einmal zu wenig. Dann sagen wir dem Professor Bescheid. Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich glaube, der Anzug ist soweit. Wunderbar, Harper. Gut gemacht. Ihr Auto habe ich auch repariert. Exzellent. Dann haben wir ja alles. Außer, trotz größter Bemühungen ist es mir bisher nicht möglich gewesen, den Standort des RHC-Camps auszumachen. Ha! Sie haben Glück, Professor. Ich glaube, ich habe gerade jemanden getroffen, der weiß, wo das Camp ist. Fabelhaft! Warten Sie hier. Ich spreche mit ihr. Okay, wir können doch zu ihr hin. Aber also, wir hätten automatisch dahin. Wo ist dieses RHC-Camp? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Nein.
Niemals. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir. Git, ich hasse diesen Anzug. Ich würde sagen, der Anzug ist gerade das geringste Problem, Harper. Dieser Funkspruch, meine Güte. Was hat das wohl zu bedeuten, Professor? Ich denke, es bedeutet, dass wir uns beeilen müssen. Hier, nimm diese Spritze und hol eine Blutprobe, genau wie ich es dir gezeigt habe. Okay. Also wie damals, als ich meiner Mutter diese Injektionen geben musste. Nur andersrum. Genau. Ziehen wir das wirklich durch? Mach dir keine Sorgen, Harper. Deine Verkleidung ist wirklich überzeugend. Das ist vielleicht unsere einzige Gelegenheit, eine Blutprobe dieser armen Frau zu bekommen. Verhalte dich einfach so, als wüsstest du genau, was du tust. Geh rein, hol die Probe, komm wieder raus. Professor McBride, denken Sie, Patty, denken Sie, sie könnte noch leben? Naja. Finden wir es raus. Okay. Hey, bevor du gehst. Ja? Nimm meine Kamera mit. Versuch bitte im Camp ein paar Fotos zu machen. Klingt ganz so, als würdest du gerne in dieser widerliche Gummijacke schlüpfen. Liebend gern, Harper. Aber wir haben leider keinen Anzug in meiner Größe. Du musst es machen. Ah, verdammt. Mach einfach ein paar Fotos vom Gelände. Von Dingen, die dir interessant oder auffällig erscheinen. Und behandle Patty mit Respekt, wenn sie... Naja, wenn sie noch... Alles klar. Ich schau, was sich machen lässt. Danke, Harper. Gerne. Yo, my friend. Ausweis bitte. Wie bitte? Du musst mir deinen Mitarbeiterausweis zeigen. Oh, den habe ich im Camp liegen lassen. Hast du nicht. Wäre der Ausweis nicht an deinem Anzug befestigt gewesen, hätte ich dich nicht auschecken lassen. Was ist passiert? Bist du auf Widerstand gestoßen? Ich, vermutlich wurde er geklaut. Heiliger Adler. Gary, das ist ja mal wieder typisch. Was, wenn jetzt ein Unbefugter mit deinem Ausweis herumläuft? Los, geh ihn suchen. Sofort! Yo, guys, ich habe ein Problem. Ich darf nicht rein. Hallöchen. Bist du nicht ein wenig klein für einen RHC-Rettungssanitäter? Nein, der Anzug passt mir perfekt. Wovon redest du? Das war ein... Ach, vergiss es. Die Wache will mich nicht reinlassen. Er will meinen Ausweis sehen. Wir können das vergessen. So leicht kommst du nicht wieder aus dem Anzug. Schau dich um. Wir müssen einen Weg finden. Sicher, dass es eine gute Idee ist, hier einzubrechen? Ja, klar. Weißt du, das wäre jetzt die letzte Gelegenheit, es sich nochmal anders zu überlegen. Ach, ich denke, der Plan ist gut. Lass uns weitermachen. Super. Toll. Na gut, bis später, hoffentlich. Viel Glück, Harper. Professor? Ja? Ich finde sie als sehr, sehr sympathischer Charakter. Ich komme nicht rein. Die Wache fragt nach einem Ausweis. Was soll ich tun? Naja, einen RHC-Ausweis können wir nicht auftreiben. So viel ist sicher. Vielleicht findest du einen anderen Weg hinein. Der Plan ist zu gefährlich. Im Dienste der Wissenschaft muss man immer Risiken in Kauf nehmen, Harper. Große Wissenschaftler haben sich stets in Gefahr begeben. Marie Curie, Timothy Leary, Nicholas Senn. Und hat Nicholas Senn seinen treuen Helfer auch in Gefahr gebracht? Naja, sein Assistent hat ihm geholfen, mit einer Pumpe 6 Liter Wasserstoff in seinen eigenen... Wissen Sie was, ich hab's mir überlegt. Ich mach doch mit. Nö. Wie soll ich an die Blutprobe kommen? Benutz die Spritze, die ich dir gegeben habe. Versuch, so viele Proben wie möglich von der Patientin zu bekommen. Blech. Es ist nicht angenehm, ich weiß. Aber wir versuchen, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Naja, ich geh mal los. Gut. Okay, anderer Eingang. Das Loch in der Wand wurde mit Maschendrahtzaun geschlossen. Ich frage mich, ob...
Hey, der Eingang ist hier drüben. Ups. Okay, nein. Oh, sieht aus, als hätte hier vor einiger Zeit ein Feuer gewütet. Oh Tannenbaum, wie braun sind deine Blätter. Schön gesungen. Ich hasse das Foto auf meinem Ausweis. Ich sehe aus wie ein langhalsiger Vollidiot. Hast du deinen Ausweis gefunden? Noch nicht. Verdammt, Gary. Ich halte dir den Rücken frei, solange du weg bist. Aber beeil dich. Du musst ihn wiederfinden. Okay, gucken wir mal kurz. Ja, wir haben die Tannen und wir haben den Zaun. Nein, es ist keine Scherenzeit. Mit dem Multitool sollte es kein Problem sein, da durchzukommen. Hey, das ist nicht der Eingang! Entschuldigung. Ja, aber er sieht mich, das ist doof. Ihr willst ein Bier? Ich hab ein Bier für dich. Hey, warum machst du nicht ein Päuschen und gönnst dir ein Bier? Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich hab gesagt, warum machst du nicht ein Päuschen? Ich meinte, ich werde so tun, als hätte ich diesen Verstoß gegen die Anordnungen nicht gehört. Da schütte ich lieber kein Bier drauf. Ich sollte den Film nicht für unnötige Dinge verschwenden. Mach ein Foto von ihm, ist bestimmt gut. Das wäre vermutlich ein großer Fehler. Ich sollte den Film nicht für unnötige Dinge verschwenden. Ja. Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Also, ich fände es lustig, wenn du ihn anspritzen würdest. Ich bin ehrlich. Also, wir haben nur die Tannen, wir haben nur den Zaun. Könnt ihr den armen Kollegen da mal ablenken irgendwie? Lenket ihn ab. Hey, Halliwell. Ich glaube, ich könnte durch den Zaun einbrechen. Das könnte klappen. Komm, ich lenke die Wache ab, während du dich reinschleichst. Wirklich? Bist du sicher? Sicher? Nein. Die verlorene Touristennummer habe ich bei dem da drüben schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Aber es ist noch einen Versuch wert. Komm. Easy. Dankeschön. Sie schon wieder. Bonjour. Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass Sie hier verschwinden sollen. Où va ce bus? Privatgelände. Kein Zugang. Muy gefährlich, comprende? La carte vin, s'il vous plaît. Est-ce que c'est son gluten? Hören Sie. Okay. Aber es ist gut, dass er auch ins Spanische verfällt. Okay. Dankeschön, Halliwell. Wir sind also im Camp. Eine ausgebrannte Kapelle. Gruselig. Bevor wir uns hier einmal ordentlich umsehen, bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.